Links, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück zu nicht The Diary, sondern heute was ganz Spezielles. Und zwar etwas, was ich schon die ganzen Ferien über vorhabe, aber noch nicht gemacht habe. CD-Reviews. Und wer im letzten Video aufgepasst hat, der weiß jetzt schon, was kommt. Nämlich Sabaton The Last Stand. Und ich habe mich sogar gleich bei meiner ersten Review nicht lumpen lassen, habe mir sogar das mega super duper geile Special Pack besorgt, in der sich neben dem eigentlichen Album auch eine Live-DVD, eine Live-CD, zwei Pictured-Vinyls im Gatefold-Design, die ich jetzt leider nicht da habe, weil ich sie bei einem Kumpel schon gegeben habe, einer doch recht adretten Fotokarte und einem Poster im 12-Zoll-Format. Toll, quadratisch. Die CD an sich kommt nicht in einem normalen Jewel Case, wie man es vielleicht von anderen Boxen gewohnt ist. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich bin ein leidenschaftlicher Sammler von CDs. Und so ein kleines Jewel Case im Regal verstaut sich doch ein klein wenig besser als so ein großes Buch. Sabaton gehen hier den Weg des Mediabooks, in dem sich dann hier vorne die beiden CDs sowie die Live-DVD befindet. Und im hinteren Teil des Buches auch die Live-CD. Das Buch an sich beinhaltet verschiedene grafische Ausführungen der einzelnen Texte inklusive nochmal historischer Hintergründe, aber wir sind ja nicht hier, um Geschichte zu lernen. Wir sind hier, um über das Album zu sprechen. Das Album umfasst in der Standardversion 11 Tracks, davon ist eins aber nur ein kleines Zwischenspiel, also kommen wir auf eine Gesamtzahl von 10 Songs. In der Special Edition gibt es nochmal 3 Bonus-Tracks dazu, die so, ja, nice to have sind, aber nicht unbedingt notwendig sind. Es sei denn, man hätte gerne ein Album mit langer Spielzeit, weil mit seinen original 11 Tracks und einer insgesamten Spielzeit von ungefähr 37 Minuten ist The Last Stand doch ein sehr kurzes Sabaton-Album geworden. Was aber nicht heißt, dass das Album nicht überzeugen kann. Das Album ist durch und durch Sabaton. Jedoch hat es an einigen Stellen wieder so einige kleine Neuerungen, die die Band so über die Jahre hinein entwickelt hat, wie zum Beispiel bei Blood of Bannock Burn, die Hinzunahme von einigen Dudelsäcken oder einer Drehleier oder was weiß ich, oder so kleine technische Spielereien wie bei The Lost Battalion, wo einfach mal die komplette Schlagzeugabteilung durch Gewehre, Bajonette, Handfeuerwaffen und Panzergeschütze ersetzt worden ist. Aber ansonsten liefern Sabaton das, was man von ihnen erwartet. Epischen, zackigen Power Metal. Melodietechnisch ist das so ziemlich das gehabte Bild. Man hat so ziemlich das Gefühl, hey, ich kann nach dem zweiten Mal sogar schon mitsingen. Was ich persönlich ziemlich cool finde. Puristen, die jetzt eher so Richtung Dream Theater oder Tool tendieren, die mehr so dem Progressive oder dem etwas melodisch kunstvolleren Sachen zugewandt sind, denen wird das, glaube ich, nicht so zusagen. Aber an die Leute, die schon die vorherigen Sabaton-Alben mochten, die werden auch mit diesem Album definitiv glücklich. Auch wenn es, wie schon erwähnt, ein klein wenig kurz ist. Somit gibt es im Großen und Ganzen nur wenige Dinge, die mich an diesem Album stören. Was aber nicht heißt, dass ich gar nichts an diesem Album auszusetzen habe. Davor muss noch gesagt werden, es ist ein Konzeptalbum. In jedem dieser Songs geht es prinzipiell um dasselbe. Eine kleine Masse an Kriegern steht einer großen Masse an Kriegern gegenüber. Manchmal gewinnen sie, manchmal gehen sie mit Pauken und Raketen unter. Und das mag für die Band ein super Konzept gewesen sein. Für mich ist das so, ja, ihr erzählt irgendwie immer dieselbe Geschichte. Im Prinzip. Ein weiterer, aber eher kleinerer Kritikpunkt ist, dass die Songs nicht mehr so episch krass geil sind, wie es noch auf Code of Arms der Fall war oder Carolus Rex oder Night Witches. Aber sobald das Album durchgespielt ist und ihre ersten Rufe von Sparta aus den Boxen knallen, ist das sich stetig wiederholende Thema sofort vergessen oder macht sich schon innerlich darauf gefasst, den nächsten Refrain wieder aus vollem Halse mitzugrüllen. Scheißegal, wer das mitbekommt. Aber mehr habe ich im Prinzip an diesem Album nicht auszusetzen. Das Album ist kurz, das Album ist knackig, das Album ist typisch Sabaton und wer die letzten Alben mochte, der wird auch damit glücklich werden. Für alle, die Sabaton noch nicht kennen, die sollten auf jeden Fall mal reinhören. Das Label stellt ja zum Glück genügend Videos von den Jungs auf ihrem YouTube-Channel online und ja, was bleibt mir eigentlich noch zu sagen, als eine definitive Kaufempfehlung für Sabaton The Last Stand auszusprechen. Damit würde ich sagen, ich bin mit dieser Review durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen oben da. Kritik oder welche Reviews ich sonst noch so anstellen soll, einfach unten in die Comments. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.